Ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, von der Stadt in ein kleines Dorf zu ziehen. Aber auf die literarische Reise in so ein Dorf habe ich mich natürlich sehr gerne begeben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich möchte euch heute, naja, den doch recht dicken Wälzer Unter Leuten von der Autorin Julie C. aus dem Luchthansa Verlag vorstellen. Mit diesem Roman hat uns Julie C. die Möglichkeit geboten, so ein kleines bisschen Mäuschen innerhalb eines Dorfes spielen zu können. Ja, wir lernen in diesem Roman das Dorf Unter Leuten kennen. Sowohl das Dorf selbst als auch die Bewohner des Dorfes. Ja, bei den Bewohnern handelt es sich um eine bunte Mischung aus Alteingesessenen, also etwas älteren Leuten, aber auch jüngeren Leuten und aus dazugezogenen Städtern, wie ich jetzt gerne mal sagen möchte. Ja, genau. Und neben dieser Beschreibung der Protagonisten bzw. der Dorfbewohner lernen wir natürlich zum einen die Dorfbewohner kennen und zum anderen auch die Gesichtspunkte bzw. den Blickwinkel dieser Bewohner. Ja, in diesem Dorf passiert natürlich auch, in diesem Dorf ist es natürlich so, dass aufgrund von Veränderungen von außen sich auch das Dorf verändern, anpassen muss und sich daraus Konsequenzen und Ergebnisse entstehen. Und an dieser Stelle möchte ich euch gar nicht mehr so viel über den Inhalt preisgeben und möchte euch natürlich selbstverständlich die Überraschung lassen. Was hat mir nun gut gefallen in diesem Buch? Ja, mir hat richtig gut gefallen, dass wir mit jedem Kapitel zum einen, dass sich mit jedem Kapitel zum einen der Blickwinkel geändert hat. Das heißt, wir haben in jedem Kapitel einen anderen Protagonisten sozusagen vor der Nase gehabt. Es kann natürlich auch sein, dass man mal zwei, drei Kapitel hatte, wo ein und derselbe Protagonist war, aber in der Regel war das nicht länger als zwei, drei Kapitel. Und mit jedem Fortschreiten bedeutet es auch, dass wir das Dorf besser kennengelernt haben, dass man die Mentalität dieses Dorfes besser einschätzen konnte und man aber trotzdem immer mit jedem Kapitel immer etwas Neues kennengelernt hat. Zum anderen hat es mir sehr gut gefallen, dass wir verschiedene Blickwinkel auf eine und dieselbe Situation bekommen ha haben. Das heißt, zum einen hat ein Protagonist die Situation aus seiner Sicht beschrieben und zum anderen hat eine Protagonistin die gleiche Situation mit ihren Gefühlen noch aus ihrem Blickwinkel beschrieben. Das fand ich sehr gut. Man hat zwar stellenweise dann die Situation mehrmals gelesen, aber dadurch, dass die verschiedenen Meinungen, Blickwinkel verschieden sind, hat man auch nie das Gefühl, dass man doppelt liest. Des Weiteren hat es mir sehr gut gefallen, dass die Protagonisten an sich alle sehr, sehr verschieden waren. Das bedeutet, oder was will ich damit sagen, ist einfach, dass wir von wirklich alten Personen bzw. älteren Personen zu jungen Personen gewechselt sind und dadurch ja auch nun mal die Gesichtspunkte, die Prioritäten sich geändert, aber auch die Geschichte mit dem Dorf sich geändert hat. Also ein Protagonist, der nun schon 25 Jahre in diesem Dorf lebt oder sein Leben lang in diesem Dorf lebt, hat natürlich einen ganz anderen Blickwinkel auf dieses Dorf, hat natürlich schon viel, viel mehr Erlebnisse mit den Dorfbewohnern hinter sich bzw. mit dem Dorf an sich, als ein Protagonist, der erst vor 2 Jahren in dieses Dorf gezogen ist. Und diese Mischung fand ich unglaublich gut
gelungen. Des Weiteren hat mir wirklich gut gefallen die versteckten Zwischenbotschaften zwischen den Zeilen, was die Dorfbewohner gesagt haben, aber auch, dass manches, dass man über manches wirklich nachdenken musste, dass man es erkennen konnte, aber auch anderes einem wirklich aus den Seiten gesprungen ist. Also es war eine sehr, sehr gute Mischung aus, man muss über manche Sätze nachdenken, aber auch manche kommen einem offensichtlich entgegen. Mir persönlich hat der Schreibstil gut gefallen, allerdings als Kritikpunkt finde ich, dass der Schreibstil nicht dafür gesorgt hat, dass man, wenn man das Buch weggelegt hat, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt trotzdem unbedingt weiterlesen, auch wenn man jetzt nicht kann oder gerade nur eine kurze Pause macht. Aber wenn man dann einmal weitergelesen hat, dann hat er einen dennoch in das Buch gezogen. Ich kenne natürlich viele andere Bücher, wo man das Gefühl hat, man müsste sofort weiterlesen, wenn man das Buch weggelegt hat. Das war für mich persönlich nicht der Fall. Aber es ist auch jetzt kein großer Störfaktor meiner Meinung nach. Weil ich lege doch ganz gerne mal ein Buch zur Seite und denke gerne nochmal über das gerade Gelesene nach. Und ja, muss nicht unbedingt hintereinander weglesen. Was mir an diesem Buch nicht so gut gefallen hat, war, dass ich finde, dass das streckenweise man es doch ein wenig verkürzen hätte, gewisse Längen hat. Ich meine, das Buch hat auch 640 Seiten. Ich meine, man könnte an der einen oder anderen Stelle doch verkürzen, aber das ist ein Kritikpunkt, wo ich finde, darüber kann man wirklich ein Auge zudrücken. Und die Längen waren jetzt nicht sehr, es gab nicht allzu viele Längen, wo ich sage, okay, das kann man schon drin. Eine Szene im Buch, die zwar etwas weiter hinten ist, auf die ich jetzt nicht gerne näher eingehen möchte, ist mir ein wenig sauer aufgestoßen. Und zwar wird, auch die ich euch eigentlich gar nicht näher beschreiben möchte und auch nicht kann, weil ich denke, dass ich dazu einfach zu viel wegnehme. Aber es sei so viel gesagt, dass diese Szene nicht hätte sein können, sein müssen, weil einfach solche Szenen viel zu viel häufig, zu viel vorkommen, Leute Entscheidungen treffen und dann leider irgendwann merken, ja, die Entscheidung, die ich getroffen habe, die war jetzt doch nicht so gut und behindert mich jetzt und deswegen treffe ich Entscheidungen zugunsten oder zum Schlechteren eines anderen. Und das finde ich, fand ich nicht so gut, aber das ist auch der Punkt, wo ich sage, für meine Bewertung geht dieses Buch ein wenig nach unten. Aber das heißt nicht, dass es ein schlechtes Buch ist. Ja, das war es nun von meiner Seite. Mich würde es interessieren, wie euch das Buch gefallen hat, wie eure Meinung zu diesem Buch ist und für alle anderen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Ich kann es euch ans Herz legen, dieses Buch zu lesen, wenn ihr mal das Interesse habt, an einem kleinen Dorf als Mäuschen zu spielen und so ein bisschen die Geschehnisse kennenzulernen, wie ein Dorf tickt, wie mit Situationen umgegangen werden, die von außen herein, kommen und wie die Dorfbewohner in sich oder zusammen agieren. Ja, ich freue mich über einen Kommentar von euch und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, tschüss!